Niederregion Ennstal aus Seerland wurde neu anerkannt. Bei einem Informationsabend im Kirchenwirt Aigen wurde die neue Liederregion im Detail präsentiert. Es freut mich ganz besonders. Obmann Albert Holzinger freute sich über die neue Anerkennung der Liederregion Ennstal aus Seerland und durfte ein breites, interessiertes Publikum aus dem Ennstal und aus Seerland begrüßen. Lieder ist ein Förderprogramm. Innerhalb der Präsentation erläuterte Geschäftsführerin Barbara Schiefer die Bedeutung von Lieder als eine Verbindung zwischen Aktion und Entwicklung, um die ländliche Region in vielfältiger Hinsicht zu stärken, innovative Vorhaben zu fördern und somit eben diese in ihrer eigenständigen Entwicklung zu unterstützen. Wo ist Lieder? Lieder ist eben in ausgewählten Regionen möglich. Wir haben uns als Liederregion beworben. Jede Region, die da mitmachen will, hat sich bewerben müssen. Und österreichweit sind 77 Regionen ausgewählt worden. Wichtige Grundinformationen wurden gut aufbereitet erläutert. Und es liegt nun an den Menschen der 18 Gemeinden unserer Liederregion, innovative Ideen und Projekte mit der Unterstützung von Lieder zur Umsetzung zu bringen und so unsere Region nachhaltig in ihrer Entwicklung zu prägen. Ja, es sind viele Themen angesprochen worden. Brennendes Thema ist sicher der öffentliche Verkehr. Das ist im ganzen Bezirk, glaube ich, ein richtiges Thema. Vom Tourismus her sicher auch der Pass Stein. Und wie gesagt, die Vorbereitungen sind getroffen worden und hoffen wir, dass zur Umsetzung kommt. Ja, zum Ersten, ich durfte das Dekret entgegennehmen von unserem Herrn Bundesminister Ruprechter. Wir sind sehr stolz drauf. 77 Regionen wurden genehmigt, ausgezeichnet und diese 77 Regionen haben jetzt ein Grundzeug dafür bekommen, eben in der Region, für die Region arbeiten zu dürfen. Also wir freuen uns einmal, dass wir generell als Liederregion anerkannt worden sind. Wir sind eine von 77 in Österreich und damit haben wir wieder Zugang zu Fördermitteln der Europäischen Union und dürfen einfach mitmachen beim Liederprogramm. Und für uns ist toll, dass wir jetzt verstärkt werden, die Ennstaler Gemeinden mit den Ausseerland-Gemeinden. Bisher waren wir getrennt, aber gemeinsam sind wir da sicher noch schlagkräftiger und können tolle Projekte umsetzen. Wobei man sagen muss, dass wir jetzt da in vielen Bereichen, Projekten schon zusammengearbeitet haben und das auf jetzt auf alle Fälle noch ausbauen werden. Brigitte, was die Barbara im Vortrag auch ganz großartig dargestellt hat, ist das Thema Gemeinwohl, Frauen, Familie. Was darf man sich da jetzt umgelegt auf Lieder drunter vorstellen? Die Frauen sind im ländlichen Bereich oder beziehungsweise in ganz Österreich noch immer benachteiligt. Sie verdienen noch immer weniger und sie haben auch nicht den Stellenwert, der eigentlich der Mann im sozialen Bereich hat. Und darum wird es Projekte geben, dass man die Frauen einfach fördert, dass sie wieder mutiger sind, auf ihre Rechte zu pochen, dass sie mutiger sind, sich zu wehren und mutiger verlangen, dass sie das gleiche Gehalt für das gleiche Arbeit bekommen. Und da wird es wahrscheinlich Unterstützungen oder Projekte geben, die das betrifft. Was für uns jetzt sicher Thema sein wird, eben die Weiterentwicklung des Kulturstandortes Schloss Trautenfels für die Region. Was wird da auf uns zukommen? Sie meinen damit, dass jetzt das Ennstal mit dem Ausseerland zusammengeschlossen ist? Das ist, glaube ich, überhaupt kein Problem. Ich kenne beide Damen, die dieses Management machen und ich glaube, die Leute, die also Projekte durchführen wollen, die wissen auch im Prinzip ganz genau, dass Zusammenarbeit notwendig ist, anders geht es eh nicht. Ich sehe kein Problem. Ja, grundsätzlich natürlich eine großartige Sache. Jetzt sind wir nicht nur im Norden, sondern auch im Süden des Dachsteins sind wir dabei. Und wir freuen uns, dass es wieder einen Lieder-Zeitraum gibt bis 2020. Das ist ganz, ganz wichtig für unsere Region, Großregion, damit wir hier einfach wieder Projekte setzen können, die die wirtschaftliche Entwicklung in unserer Region sicherstellen. Nach Abschluss der Präsentation wurden zahlreiche Fragen aus dem Publikum von den Verantwortungsträgern beantwortet. Ein informativer Abend klang bei gemütlichem Beisammensein und guten Gesprächen aus. 18 Gemeinden gehen durch und mit der Liederregion Ennstal aus Seerland in eine starke Zukunft, die wir heute, hier und jetzt mitgestalten können.